Liebe Iffezheimerinnen und Iffezheimer, gesund werden, gesund bleiben, so heißt das Motto der diesjährigen Sternsinger-Aktion. Wir wollen mit dieser Aktion helfen, unsere Gesellschaft zu sensibilisieren und uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, wie vergleichsweise gut es uns hier in Deutschland geht. Ich war selbst auch viele Jahre Sternsinger, bin immer gerne durch die Straßen gezogen, um den Menschen den Sternsinger-Segen nach Hause zu bringen. Leider muss das uns allen Bekannte und, wie wir es alle kennen, gewohnte Sternsingen von Tür zu Tür auch in diesem Jahr ausfallen. Umso mehr freue ich mich, dass zumindest wieder eine digitale Aktion stattfinden wird. Vielen Dank an alle, die damit für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt werben und sich mit der Aktion einsetzen für die Menschen, die dringend Unterstützung und Hilfe brauchen. Vielen Dank an alle, die an der Organisation mitgewirkt haben. Ich darf Sie gerne ermuntern, die Aktion ebenfalls zu unterstützen und mit einer Spende einen Beitrag für eine bessere Welt zu leisten. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß bei der diesjährigen Sternsinger-Aktion mit den 45 IFZA-Superhelden Sternsinger. Ihnen allen wünsche ich eine schöne Vorweihnachtszeit und alles Gute, Glück und Gesundheit für das Jahr 2022. Ich freue mich auf ein persönliches Wiedersehen. Ihr Christian Schmidt. Wir sind die IFZA Superhelden Sternsinger. IFZA Sternsinger. Superheld! Juhu! Als Superhelden würde ich die anderen Kinder helfen. Ich werde zu ihm fliegen, Essen, Trinken ihm geben. Wenn ich Superheldin wäre, dann würde ich Perilla und den anderen kranken Kindern die Medizin mit dem Hubschrauber bringen. Also wenn ich Superkräfte hätte, hätte ich einen Geldregen erschaffen. Dann wären die ärmeren Familien nämlich nicht mehr so arm und könnten sich immer, wenn sie Medizin brauchen, sich Medizin kaufen. Wenn ich Superkräfte hätte, würde ich fliegen und über den Land Afrika würde ich in meinem Rucksack viel Medizin dabei haben. Wenn ich ein Superheld wäre, dann würde ich dafür sorgen, dass es mehr Krankenhäuser gibt, damit die Kinder nicht so lange laufen müssen, wenn sie krank sind. Außerdem würde ich dafür sorgen, dass es mehr Brunnen gibt, damit die Kinder nicht so lange laufen müssen, wenn sie Wasser für die Familie holen. Also wenn ich Superkräfte hätte, dann würde ich eine Maschine erfinden, die gegen alle Krankheiten hilft. Also wenn ich eine Superkraft hätte, würde ich so schnell fliegen können, dass ich allen rechtzeitig helfen könnte, die Hilfe brauchen. Wenn ich ein Superheld wäre, hätte ich Wasser als Zauberkräfte. Ich würde einen Krankenwagen aus Wasser herbeizaubern und in ihm sind Geld und Wasser drin. Geld für die armen Leute, die sich dann endlich Arztsachen kaufen können, um die verletzten und kranken Kinder zu versorgen. Wasser, damit die Leute in trockenen Ländern endlich genug zu trinken haben. Wir sind die IFZA-Superhelden-Sternsinger! Ich baue meinen Superkräften ein Krankenhaus und eine Apotheke, dass die Kinder vor Ort geheilt werden können und nicht mehr so lange laufen müssen. Ich würde den armen Kindern, die Mangobäume hochklettern würden, würde ich sagen, sie müssen nicht hochklettern. Und mit meinen Superstrahlen würde ich dann einfach Mangos herstellen und ihnen an die armen Kinder verteilen. Meine Superheldenkraft ist, alle anderen zu überzeugen und anzufeuern, damit sie den anderen mit viel Spaß und Liebe helfen. Dadurch wird allen Kindern mal geholfen, egal ob sie essen, trinken, Medizin oder Liebe brauchen. Wenn ich ein Superheld wäre, dann würde ich diese Spielzeugfahrzeuge hier in echte Fahrzeuge verwandeln und dann mit an Edeka, eine Straße, ein Krankenhaus, wo auch Narben entfernt werden und ein Spielzeugladen und eine Apotheke bauen für alle Kinder, die in Afrika Hilfe brauchen. Tschüss! Mit meiner Superkraft würde ich alle Krankheiten für immer verschwinden lassen.
Wir sind die Superheldensternen. Ah! Als Superheld hätte ich eine Mangobaum-Pflückmaschine erfunden, die die Mango von alleine pflückt. Und als Superheld hätte ich eine Drohne erfunden, die die Medizin vorbeibringt, ganz schnell. Wenn ich ein Superheld wäre, dann würde ich den Kindern Essen und Kleider bringen, dass sie nicht verhungern und dass sie was zum Anziehen haben. Wenn ich ein Superheld wäre, dann würde ich den Kindern Essen und Trinken geben, dass sie nicht verdursten und verhungern und Medizin, dass sie schneller gesund werden, wenn sie krank sind. Wenn wir Superheldinnen werden, könnten wir die Aus weg. Wenn ich eine Superheldin werde, würde ich ein Spray entwickeln, damit die Malaria-Mücken kein Malaria mehr übertragen können. Damit würde ich über ganz Afrika fliegen, damit die Kinder freier spielen können und keine Angst mehr haben brauchen. Meine Superkraft ist, dass ich zaubern kann und dass ich in Afrika, in jedem Land, ein genügend Krankenhäuser zaubern würde. Für jedes Kind, das nah genug dran wohnt. Wenn ich ein Superheld wäre, würde ich den armen Kindern ganz viel Geld besorgen, vorbeifliegen mit dem Superheldenanzug und dann würde ich es ihnen abgeben. Wenn ich Superheldin wäre, dann würde ich machen, dass alle Kinder gesund werden und gesund bleiben. Wenn ich Superheld wäre, würde ich machen, dass es in ärmeren Ländern viel mehr Krankenhäuser gibt. Wenn ich ein Superheld mit Superkräften wäre, würde ich dafür sorgen, dass alle Kinder ein Dach über dem Kopf haben und genügend zu essen und zum Trinken haben. Wenn ich ein Superheld mit Superkräften wäre, würde ich dafür sorgen, dass alle Kinder geliebt, getröstet und so angenommen werden, wie sie sind. Wenn ich ein Superheld wäre, würde ich anderen Kindern in der dritten Welt helfen, mit medizinischer Versorgung, indem ich ganz viele Krankenwagen schicke. Meine Superkraft ist, dass ich den armen Kindern, wenn sie sich schwer verletzt haben, dass ich eine Heilzauberkraft habe und aus meinen Fingern Sterne kommen und die müssen einfach auf die Wunde kommen und dann ist die Wunde weg. Und bei einem Beinbruch braucht man 10 und bei einem Armbruch 5. Wenn ich eine Superheldin wäre, würde ich allen Kindern, die allein sind, Eltern herzaubern und essen, dass sie nicht verhungern. Essen noch mehr Geld als die Sterne, die wir wollen, weil dann könnte man ein kleines Restaurant machen, wo es Essen gibt für die, wo zu wenig Essen haben, für kein Geld. Was? Aber das ist doch mal, wir haben doch gar kein Geld. Ja, aber das kostet ja nichts. Also von dem Geld könnten wir Vitamine richten. Joscha, kriegst du gleich. Und dann kann man den Geld fragen. Wir sind die IFSA Superhelden.